Hallo zusammen. Besten Dank fürs Vorstellen. Meine Hauptaufgabe bei Puzzle ist nebst der Cloud, nebst dem Cloud-Teil, also eigentlich nebst dem Apuio, nebst der Platform as a Service, die wir selber anbieten, sind die Prozesse Continuous Integration und Continuous Delivery, wo wir eigentlich auch bei uns schauen, wie können wir unsere Software, die wir für unsere Kunden bauen, wie können wir die schneller in Produktion bringen, wie können wir dort besser werden, wie können wir Fehler früher erkennen. Genau, vielleicht kurz zu Puzzle, die es nicht kennen. Wir sind ein Berner Open Source Unternehmung. Wir sind in Bern und in Zürich tätig. Wir sind mittlerweile 95 Personen, also wir sind ziemlich gewachsen und fokussieren uns hauptsächlich auf Softwareentwicklung und System Engineering und UX. Und man sieht, wir sind eine ganz vielfältige Truppe und freuen uns natürlich auch an solchen Anlässen über uns zu sprechen. Was ich Ihnen heute erzählen werde, ist kurz die Reise, wie wir eigentlich so zu diesem Apuio gekommen sind. Ich werde einen Ausflug machen auf die Containertechnologie. Chris, mein Vorredner, hat da bereits sehr gute Vorleistungen geleistet. Da werde ich viel übernehmen können. Und am Schluss zeige ich Ihnen, wie unser Apuio aussieht, was uns unser Apuio selber hilft und was wir damit aktuell machen. Sehr gut. Ja, wir haben eigentlich mit OpenShift 2, Chris hat das vorhin erwähnt, das ist ein Community-Projekt, also ein Red Hat-Produkt, das es schon lange gibt, haben wir grundsätzlich eigentlich schon vor 4, 5 Jahren gestartet. Wir haben unsere eigene Software auf diese Plattform deployed, weil es für uns wichtig war, dass wir dort Synergien in den Prozessen nutzen konnten und auch eine gewisse Betriebsplattform brauchen konnten. Für uns sehr relevant, dass wir festgestellt haben, es gab in der Schweiz eigentlich nicht wirklich ein Angebot, es gab aber viele Leute, die etwas in diese Richtung brauchten. Viele Firmen wollten sich in diese Richtung konzentrieren, wollten einen Weg gehen, dass man eben die Software, die man baut, standardmäßig auf eine Plattform deployen kann. Das Thema Container wurde auch immer wichtiger und für uns natürlich auch als System Engineers, wenn man die Software entwickelt, das ist gut und recht. Chris hat es gezeigt, normalerweise schmeißt man das Ware über die Wand und irgendwie muss das auch betrieben werden, war für uns immer ein sehr wichtiger Fokus. Wir wollten Software bauen und betreiben für unsere Kunden. Dann im November 2014 bin ich mit einem Kollegen zusammen nach Fort Lauderdale, Florida gegangen und dort sind wir an die Continuous Integration und Delivery Konferenz gegangen und haben über all diese Themen gehört. Sie haben uns dort erzählt, wie Google das macht, wie Netflix das macht, wie Amazon das macht, wie die Großen es bauen, wie schnell das geht, wie viele Releases pro Tag, pro Stunde, pro Woche passieren und haben uns überlegt, ja, eigentlich ist das etwas, ist ein Konzept oder etwas, was wir selber, unsere Software, wollen wir auch so entwickeln, damit wir die neuen Konzepte, die Chris vorhin auch angetönt hat, auch für uns erhalten können, auch für unsere Kunden anwenden können, damit wir schneller in Produktion sind, damit wir schneller sind. Wir haben uns gedacht, okay, wir kennen OpenShift, ja, OpenShift ist mehr oder weniger zur gleichen Zeit dann auch in der Version 3 rausgekommen und wir haben uns gedacht, wir bauen jetzt etwas für uns selber mit diesen neuen Technologien. Wir wollen eigentlich diesen Schritt gehen. Wichtig, ein Tooling dazu zu haben, das uns unterstützt, eigentlich in diesem Bereich auch diese Schritte zu gehen. Wir haben aber auch festgestellt, ja eigentlich, wahrscheinlich sind wir nicht die einzige Firma, die ähnliche Probleme oder die vor ähnlichen Herausforderungen steht. Es gibt vermutlich auch andere, die daran interessiert sein könnten. Und wir haben uns eigentlich gedacht, ja, mit Apuio wollen wir etwas bauen, das auch für die Community da ist. Jetzt kurz zu den Containern. Sie haben sicher schon in den vergangenen 2 Jahren gehört, das ist ein richtiger Hype. Oder im Moment läuft da extrem viel. Und die Technologie selber ist gar nichts Neues. Also die Technologie, die gibt es seit Jahren. Was sich massiv verändert hat in der Vergangenheit, ist eigentlich das Ökosystem, das Tooling rings um diese Container, wie man mit Containern arbeiten kann. Es macht es viel einfacher, es macht es viel praktischer. Und man hat die Möglichkeit jetzt in einem großen Ökosystem viele Erfahrungen mit einzubeziehen und viele Container auch direkt zu verwenden. Docker, Rocket, nur 2 Formate, die ich hier erwähne und natürlich auch die ganze Thematik mit dem Orchestration Framework, wo es darum geht, wo werden jetzt diese Container effektiv deployed. Wenn man die Container-Virtualisierung grob so anschaut, das ist eigentlich ein Container, ist nichts anderes als ein Prozess, der durch gewisse Restriktionen, C-Groups und Kernel-Namespaces von anderen Prozessen so abgeschützt wird, dass er in einer eigenen Welt läuft. Es ist eigentlich nicht viel anderes als ein Prozess, der auf einem
Linux-Kernel basiert und auf einer VM oder auf einer direkten Bare-Metal-Box läuft. Schlussendlich ist es ein Prozessor, auf einer Maschine läuft. Wichtig für Sie zu wissen, wenn man das jetzt vergleicht mit den virtuellen Maschinen. Virtuelle Maschinen, die haben eine deutlichere Trennung hier untereinander, weil das sind ja effektiv nur Prozesse, die auf einer Maschine laufen. Aber mit den Restriktionen, die eben über diese Kernel-Namespaces passiert, hat man die Möglichkeit, das auch sehr gut zu trennen. Ein sehr großer Vorteil innerhalb dieser Container, klar sind dann nur diese Sachen installiert, die es effektiv braucht. Also wir haben kein SSH-Daemon drin, wir haben keine sonst Libraries drin, die es vielleicht nicht braucht. Das macht die ganze Geschichte sehr leichtgewichtig. Und Sie können sich vorstellen, wenn man einen Prozess startet auf einer Maschine, das dauert nicht eine halbe Minute wie bei einer VM, sondern das geht eben viel schneller. Also wir können sehr viele Vorteile da mitnehmen und können durch das auch sehr schnell Software entwickeln und sehr schnell Software starten und dann auch das Deployment entsprechend machen. Container grundsätzlich sind unveränderbar, das heißt, wenn Sie einen Container starten, gewisse Daten dort drin anpassen, diesen Container restarten, dann werden die Daten dort drin verloren sein. Das ist so ein Grundprinzip. Das heißt also auch, der Workflow ändert sich. Sie loggen sich nicht in einen Container ein und aktualisieren die Software, wie Sie das vielleicht in einem klassischen Betriebssystem machen würden, sondern dieser Container wird, also ein Image wird neu gebildet und wird effektiv dann in Produktion ausgetauscht. Das ist ein sehr wichtiger Teil und für mich quasi der größte Vorteil. Sie haben jetzt neu die Möglichkeit, dass eben Systempatches und Aktualisierung von Software innerhalb dieses Containers den gleichen Workflow durchlaufen. Also Sie können das synchronisieren und so optimal diesen Prozess anpassen. Genau, Persistent Storage wird nicht direkt im Container verwendet, sondern wird als Mount in den Container eingenommen. Eine Herausforderung, die Docker insbesondere hatte, war eigentlich die Sicherheit. Man hat festgestellt, eben, wenn man diese Container nicht permanent aktualisiert, wenn man die Systempatches nicht einspielt, dass man unter Umständen ein Problem hat in der Produktion, dass man gewisse Sicherheitslücken deployt. Docker hat darauf reagiert. Sie haben mittlerweile ein Tool im Betrieb, wo man in der Cloud seine Docker-Images und Container überprüfen kann und eben gegen solche Sicherheitslücken überprüfen kann. Ein weiterer Challenge, den wir eigentlich festgestellt haben, ist die Geschichte mit dem Operations. Also Sie haben bei vielen Kunden ist Docker einfach ein Teil in diesem ganzen Ökosystem. Also es ist nicht die Antwort auf alles. Lifecycle-Prozesse, wie das man updatet, Storage, Backup, Netzwerk und so weiter, Monitoring, das ist vielen Orten schon vorhanden. Und es ist eine Herausforderung eigentlich, wie kann man dieses Thema dann bei Kunden integrieren. Unsere Antwort, klar, oder? OpenShift, Apuio, das ist so, wie wir es machen. Wir haben dieses Jahr im September Apuio gelauncht. Wir haben gestartet mit einer Beta-Phase, wo unsere Kunden oder Interessierte diese Plattform austesten konnten. Sie konnten uns Feedback geben, wie sie die Plattform brauchen, welche Features sie verwenden und haben eigentlich mit der Community zusammen unsere Lösung implementiert. In der Version 1.0, klar ist, das soll weitergehen. Das ist jetzt nicht fertig. Wir sind dran, permanent am Weiterentwickeln und die nächsten Schritte in Angriff zu nehmen. Wir machen das zusammen mit Vision, unserem Infrastrukturpartner. Wir selber als Puzzle betreiben keine Rechenzentren und sind dadurch eigentlich auch, wenn wir in die Cloud gehen, auch von einem Partner abhängig, der skalieren kann. Wir wollen auch skalieren mit unserem OpenShift und haben dann mit Ihnen zusammen eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit, wo wir gemeinsam dieses Apuio vorantreiben. Für uns sehr wichtig, das haben wir von unseren Kunden gemerkt, ist, dass eigentlich die Swissness, der Swissness-Faktor da ist. In der Schweiz haben wir aktuell noch gewisse Gesetze, die uns vorschreiben, dass wir unsere Daten in eben FINMA-zertifizierten oder ISO 27001 zertifizierten Rechenzentren haben. Das war für uns immer ein Faktor. Also wir wollen unsere Software in der Schweiz betreiben und unsere Cloud in der Schweiz betreiben. Für uns sehr relevant als Open-Source-Firma, wir wollen auf offene Standards setzen können. Mit der Plattform hinter Apuio OpenShift haben wir das erreicht. Wir haben eine große Open-Source-Community hinten dran. Wir wollen unseren Kunden auch die Möglichkeit bieten, wenn sie irgendwann feststellen, ja, Apuio ist gut und recht, aber eigentlich möchten wir lieber Google Cloud Plattform oder sonst irgendwo, dass sie die Möglichkeit haben, ihre Software dann auch wieder einfach wegzubringen. Für uns ein sehr relevanter Punkt. Wir bauen auch alles offen. Unsere ganze Contribution im Prinzip ist auf GitHub verfügbar. Also wenn Sie selber ein kleines Apuio aufsetzen möchten, Sie können gerne auf github.com/apuio gehen und unsere Contribution dort auch anschauen.
Ich habe schon kurz angetönt, eigentlich diese drei Technologien, die dahinter stehen, die im Moment einen Riesenhype erfahren. Für uns sehr relevant, dass das Ökosystem ringsherum groß ist und durch das auch das Momentum erhält, das eigentlich diese Docker-Technologie und diese Container-Technologie im Moment verdient. Ein wichtiger Teil, den wir für uns eigentlich sehen in der Plattform, ist der Automatisierungs- und der Workflow-Teil, wo wir unseren Entwicklern jetzt effektiv die Möglichkeit geben, eben per Knopfdruck oder für die, die automatisieren wollen, per CLI dann diese Installationen und diese Umgebungen selber aufzusetzen, automatisch selber aufzusetzen und so eigentlich auch den ersten Schritt in die Richtung DevOps machen können. Wir haben die Möglichkeit, diese Lifecycle zu automatisieren. Die Software, die innerhalb eines solchen Containers läuft, wird dann durch die Plattform selber aktualisiert. Und so hat man die Möglichkeit, eigentlich Continuous Integration und Delivery insbesondere auf einem sehr hohen Level bereits zu machen. Ein nettes Feature, das eigentlich mit der Plattform mitkommt, das nicht etwas, was Apuio bringt, sondern es etwas, was OpenShift bringt, sind die Rolling Updates. Also Sie haben die Möglichkeit, unterbruchsfreie Software-Deployments zu machen. Sie können sich vorstellen, bei einer Legacy-Applikation mit einem WebSphere vielleicht unten dran, wird das vielleicht ein bisschen komplizierter, aber wenn die Applikation entsprechend gebaut ist, dass sie das erträgt, haben Sie wirklich mit der Plattform die Möglichkeit, Rolling Updates ohne Unterbruch zu fahren. Und durch die Hochverfügbarkeit unserer Plattform im Prinzip auch automatisch skalierbar, damit Ihre Last auf alle Nodes verteilt wird. Du hast es vorhin angetönt, Chris, es ist auch für uns natürlich sehr relevant. Je schneller, dass wir in die Produktion kommen, also je schneller wir die Idee vom Kunden in die Produktion bekommen, desto schneller kriegen wir auch Feedback vom Kunden zurück, ob dieses Feature oder vom User zurück, ob dieses Feature erfolgreich ist, ob es Änderungen braucht, ob es Fehler gibt, ob es ein weiteres Feature braucht. Und eigentlich steckt hinter dem ganzen Konzept das schnelle, qualifizierte Feedback. Das kann auch in der Applikation sein. Sie können sich vorstellen, heute schreiben wir in der klassischen Welt Logfiles. Die Logfiles liest niemand, nie. Und in der neuen Welt wollen wir eigentlich auch diese Logfiles so qualifiziert schreiben, dass man eben erkennen kann, wie das die Software in der Produktion läuft. Apuio selber haben wir zwei weitere Features implementiert, die auch der Community zur Verfügung stellen. Einerseits haben wir Let's Encrypt integriert. Sie haben per Knopfdruck die Möglichkeit, HTTPS Let's Encrypt-Zertifikate auf eine Applikation zu installieren und das auch zu automatisieren. Und ein sehr wichtiger Punkt in der aktuellen Docker-Version werden Docker-Images noch als Root gebildet. Also heißt das auch, wenn man eine Multitenant-Plattform hat, wo viele Leute drauf sind, wollen wir nicht so viele Prozesse haben, die als Root laufen. Also haben wir da eine Möglichkeit gebaut, die wir trotzdem auf unserem Public-Apuio die Möglichkeit haben, gewisse Prozesse als Root laufen zu lassen. Für uns ein sehr, sehr wichtiger Teil. Wir wollen nicht etwas bauen, das nur wir brauchen. Für uns ist sehr wichtig, dass die Leute, dass die Community mitarbeitet. Wir arbeiten konstant eigentlich auf GitHub. Es gibt auch keinen Mirror mehr bei uns, sondern unsere Commits, die gehen direkt auf GitHub. Und wir haben auch schon die ersten Anfragen erhalten von einem OpenShift-Anbieter von Australien, der mit uns zusammenarbeiten will und so eigentlich genau diese Community-Gedanken mitleben und weiterentwickeln darf. Für uns eine sehr coole Erfahrung, weil man wirklich sieht, es funktioniert. Wir helfen auch mit, das OpenShift weiterzutreiben und eigentlich für uns die Basis hinter der ganzen Geschichte, für uns immer relevant, dass wir auch etwas zurückgeben können und so von der Community profitieren kann. Ich möchte Ihnen kurz unsere drei Angebote zeigen, für Sie zum Wissen, was wir so machen. Der mittlere Teil ist die Public-Plattform, das können Sie sich vorstellen, einfach eine Public-Cloud, wo Sie mit anderen Nutzern drauf eine gewisse Anzahl Ressourcen kriegen und so Ihre Applikationen dort Cloud-ready deployen können. Als weiteren Punkt haben die Managed Private Apuio, dort haben Sie die Möglichkeit, eine eigene Instanz, wirklich, wo die Ressourcen für Sie reserviert sind, durch uns betrieben. Also wir schauen, dass diese Geschichte läuft, dass es monitored ist, dass die Logfiles funktionieren, dass das Zeug restartet wird, wenn es Probleme gibt und so weiter. Und eigentlich der letzte Punkt, die größte Herausforderung, die wir sehen, wir haben natürlich dieses Apuio auch so gebaut, dass man es bei einem Kunden vor Ort in seinem Rechenzentrum integrieren kann und da wird dann wirklich custom-mäßig das Apuio deployed. Wir schauen, dass es integriert wird in die Infrastruktur, in die Storage Layer, die aktuell zur Verfügung stehen. Wir schauen, dass es angebunden wird an das Active Directory oder LDAP und helfen so im Prinzip dem Kunden vor Ort seine eigene kleine Cloud, kleine oder größere Cloud zu bauen. Sehr gut. Als
Schlusspunkt eigentlich, so wie wir mit der Community heute zusammenarbeiten. Wir haben dieses Jahr 12 Tech Labs durchgeführt. Das ist so ein typisches Tech Lab, wie wir es machen. Da zeigen wir Interessenten, wie man mit Apuio zusammenarbeiten kann, die Workflows, die OpenShift mitbringen, wie man Docker-Container bildet, wie man sie deployt, wie man mit Storage arbeitet, wie man MySQL-Datenbanken oder Postgre-Datenbanken in einem Projekt definiert und zeigen eigentlich auch den Kunden, wie sie ihre Applikation in Produktion bringen können. Sie können sonst auf unserer Webseite die Termine finden, es ist gratis. Wir sind sehr daran interessiert, dort auch Feedback zu kriegen, ob das funktioniert, was wir für Möglichkeiten haben. Und falls Sie Fragen technischer Natur haben, ist das genau der richtige Punkt. Dort passiert nichts Marketing, dort ist wirklich nur technisch miteinander arbeiten und ein bisschen Erfahrungen sammeln. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit dem gemacht, auch den Austausch, und es haben auch schon viele Teilnehmer, die an diesen Tech Labs mitgearbeitet haben, dann auch selber contributed in Informationen, die dort drin sind. Genau, eigentlich zum Schluss jetzt meines Vortrags, so ein bisschen die Key-Faktoren, die wir sehen heute in der aktuellen Welt. Also wenn wir vielleicht nochmal zur Reise zurückgehen, wir wollen diese neuen Konzepte, diese neuen Technologien wollen wir adaptieren, wir wollen unsere Kunden so weit bringen, dass wir die Möglichkeit haben, schneller in Produktion zu deployen, dann ist eigentlich die Automatisierung der Key von allem. Egal, ob das jetzt ein Shell-Script ist, ob es ein Ansible-Playbook ist, ob es ein Puppet-Modul ist oder was auch immer. Wichtig ist, dass man automatisiert, so hat man die Möglichkeit zu skalieren, so hat man die Möglichkeit, eine Art Dokumentation zu haben, in dem das eben die Prozesse dokumentiert sind. CI/CD, Continuous Integration und Continuous Delivery, ist nur machbar, wenn man automatisiert, und ist nur wirklich in großem Stil machbar, wenn man die nötigen Tools dazu hat. OpenShift und Apuio bringt eigentlich einem so die Basis dazu, dass man die Möglichkeit hat, dort drauf aufzubauen. Genau. Wichtiger Punkt, was heute in der Docker-Welt ein bisschen vergessen geht, das passiert vor allem aus Entwicklungssicht. Wenn man Docker aus Entwicklungssicht braucht, es läuft auf meiner Maschine, deploy mal dieses Docker-Image und starte es. Die Ops-Aspekte dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Man muss aktualisieren, man muss permanent schauen, ob diese Sachen läuft. Man muss eben ein Orchestration-Framework haben, das eigentlich den Lifecycle auch unterstützt, damit man die Möglichkeit hat, zu automatisieren und zu aktualisieren. Und der letzte Punkt, eigentlich so ein bisschen von mir, ich will auch Spaß daran haben, Software zu bauen und zu deployen. Ich will sehen, wie es schnell geht. Ich will auch sehen, wie es automatisiert funktioniert. Und ich will auch die Möglichkeit haben, eine moderne Technologie kennenzulernen. Und bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass mit Apuio das bestens eigentlich funktioniert. Wunderbar. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, 2 Minuten 22. Frage finanziell, macht ihr mit Apuio Geld oder ist das einfach in der Inklusive, wenn ich bei Ihnen was kaufe, also sozusagen als Carrier, oder macht ihr Geld mit dem Produkt selber? Im Moment machen wir kein Geld mit dem Produkt. Also auch das Public Offering ist mehr oder weniger, sind die Preise so ausgelegt, dass wir die Kosten decken. Genau. Wie sich das in Zukunft entwickelt, ist klar. Also wir wollen sicher auch in die Richtung buy what you use, also wirklich, dass man nur das zahlt, was man effektiv braucht, in diese Richtung gehen. Aber im Moment ist es so, dass wir versuchen, möglichst kostendeckend eigentlich die Angebote zu machen. Cool. Mit was für einem Orchestration Framework arbeiten? Selbst in-house? In-house mit OpenShift, also Kubernetes hinten dran. Genau. Sie haben gesagt, es ist noch aus Open Source. Wie groß ist die Contribution von anderen Leuten tatsächlich? Wie groß ist die Contribution von anderen Leuten tatsächlich? Im Moment noch relativ klein. Im Tech Lab haben schon viele Externe mitcontributed und im Kern von Apuio im Moment noch sehr klein. Genau. Wir sind natürlich daran interessiert, falls Sie auch mitarbeiten wollen, wir können gerne auch zusammen darüber sprechen. Cool. Merci.